Moin Moin und willkommen zurück hier auf dem Planeten Wald. Und beim Mass Effect wollen wir jetzt hier mal gucken, wo wir überhaupt sind und was ich machen wollte. Jetzt versuche ich hier hochzukommen. Eigentlich wollte ich da runter. Das Ende der Wache. Die Quest machen. Also bin ich hier völlig verkehrt. Ja, eigentlich geht es jetzt hier rum, um möglichst schnell so ein paar Nebenquests zu machen. Also auf so einem Planeten kann man ja sich richtig lange aufhalten. Sie behalten in Stresssituationen immer die Ruhe. Ich nehme an, das kriegen selbst Asari erst nach ein paar Jahrhunderten hin. Es geht auch in weniger als 100 Jahren, wenn ihnen jemand die richtige Konzentration eintrillt. Eine Stunde Backzeit bei 300 Grad ist also dasselbe wie eine Minute bei 3000? Ja, ganz genau. Was die da manchmal reden, ist ja unglaublich. Und ja, bin hier wieder völlig verkehrt gefahren. Hier müsste ich eigentlich rein. Kommt man gar nicht den Berg lang. Eigentlich müsste ich ja, wenn ich hier Rumballerei habe, zu so einem komischen kleinen Terminal gehen. So ein Aufklärungspunkt. Und das mal das Team so ein bisschen durchwechseln. Der tote Angara hat ein Datengerät bei sich. Seine Familie wird vielleicht wissen wollen, was sich darauf befindet. So, wir mal einen schönen Text, den wir hier uns durchlesen könnten, wenn ich das jedes Mal machen würde. Sam, ist an diesen Schlachtfeldern, die wir entdeckt haben, irgendetwas ungewöhnlich? Dann bräuchte ich 3 Jahre. Ich habe das Gefühl, wir haben etwas übersehen. Ich analysiere die geografische Verteilung, den Verwesungszustand der Leichen und die Informationen in den erfassten Daten. Einen Moment bitte. Die Widerstandskämpfer bewegen sich mit hoher Wahrscheinlichkeit in die Richtung, die ich auf ihrer Karte markiert habe. Falls sie Jagd auf Cat machen, könnten sie vermutlich Verstärkung brauchen. So, okay, haben wir untersucht. Sehr schön. Gucken, wo wir hin müssen. Eigentlich müssen wir bis hier hinten durchballern. Dass wir gleich noch diesen Aufklärungsposten haben. Aber... Nö, ich fahre hier hinten rum. Und... mache das Ende der Wache weiter. Links und links und links, rechts, links. Das mit den Worten klappt schon. Jetzt sollten Taten folgen. Ich muss mir mal hier einen größeren Turbo in die Kiste einbauen. Eigentlich schleunigst mal auf die Tempest und ein bisschen rumforschen. Das wäre, glaube ich, keine schlechte Idee. Man muss ja nicht unbedingt wegfliegen. Das werde ich mir wahrscheinlich machen. So zwischendurch mal. Nach der Quest hier. Karte. Ach ne, ich hätte tatsächlich nur ein Stückchen weiterfahren können bis zur Straße. Beziehungsweise dem Weg. Gehen wir's an! Ja komm, der tut uns nichts. Ja.
feindliche Schilde. Okay. Ach, ich finde die gar nicht mal so schlecht hier. Die Tante stärkt erstmal gleich schön mein Schild. Ansonsten sieht's so aus. Pathfinder, ich kann diese Nachrichtenkonsole hacken. Du kannst hier eine Nachrichtenkonsole hacken? Ich bin beinahe vorbeigerannt. Das ist ja interessant. Kontrollzentrum schickt morgen einen Shuttle. Oh, okay. Es gibt auf Volt also ein Kontrollzentrum für Cat-Shuttles. Diese Nachricht enthält einen fragmentierten Zugangscode. Wenn wir weitere Terminals finden, kann ich ihn wieder vervollständigen. Und dann können wir das Kontrollzentrum lahmlegen. Also jetzt müssen wir mal, jetzt gucke ich wieder mal auf die Karte. So, in diese Richtung. Ach, das ist die Trasse, die mir angezeigt wird. Obwohl, hier ist... Das sind Spuren. Das ist natürlich cool. Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit Ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Schon dabei. Was hat er hier? So gut wie gar nichts. Blinkt aber noch. Ist egal. Ich will hier zu meiner Quest. Yippie! Das ist eine super Spielerei. So, jetzt habe ich mich hier verfranst, oder was? Karte? Nö, wir sind hier gleich da. Ui, Achtung jetzt. Aufpassen. Was auch immer hier passiert ist, wir haben es knapp verpasst. Na denn, Meister, hol die Flinte raus. Blöde Ratte. So, erstmal andere Knarre. Ziel neutralisiert. Ah, sehr schön. Brauche ich mich so gut wie gar nicht kümmern. Gucken wir mal, wer hier liegt. Ah. Eine Asari ist. Ist das eine Asari? Ich weiß es jetzt nicht. Gerechtigkeit. So, am Ende haben die Cat gelernt, was auch immer. Der Widerstand muss erfahren, was hier draußen passiert ist. Ich übermittle sämtliche Daten, die wir auf diesen Schlachtfeldern gesammelt haben, an die Widerstandsbasis. Gut, verschwinden wir von hier. Immer noch dasselbe, da wird sich nichts verändern. So, war ja nicht unbedingt so spektakulär, was da angekommen ist. So, wo führt's mich hin? Guck ich mal ins Logbuch.
glaube, war das jetzt eine Helios-Aufgabe? Nee. Was mache ich denn jetzt hier? Meine Güte. Wo waren denn jetzt nochmal? Ach, hier unten, abgeschlossene Mission. So, weißer Tod haben wir und das war's. Doch, hier, Ende der Wache ist abgeschlossen. Gut, ja. Bin schon ganz durcheinander. Ich klicke mal hier alle durch. Soll ich jetzt immer noch da ein Ausrufezeichen? Nein, habe ich nicht. So, dann haben wir was Schönes, Neues gefunden. Die Cat-Terminals hacken. Aber ich werde erstmal hier mit den Helios-Aufgaben auf alle Fälle weitermachen. Und eins davon ist zum Beispiel Wiederherstellung einer Welt. Genau, die Monolithe aktivieren. Das kommt als nächstes. Gucken wir mal, wo wir da hin müssen. Hier waren wir fast schon einmal da. Und da oben, was haben wir hier? Interessanter Ort. Nehme ich mal mit. So interessant kann der Ort zwar nicht sein. Was soll es hier schon für interessante Orte geben? Lieblingsplatz auf der Erde? Ich war nicht oft dort. London vielleicht? Gute Wahl. Hey, Karamba. Hier war ich schon mal. Und bin schön vorbeigeflattert. Ist egal. Gehen wir trotzdem jetzt erstmal hier zum Monolithen. Ich fahre jetzt nicht zurück. Bisschen Gummi geben hier, meine Güte. Da verfranst man ja die ganze gute Folge, um von einem Ort zum anderen zu kommen. Schnell reisen hier hinten hin, habe ich noch nichts gefunden. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt gucke ich mal auf die Karte. Flatter ich denn hin, ey? Das passt mir gar nicht. Hier ist es ein bisschen rutschig. Tolle Wurst, wie kommen wir da hin? Ich will natürlich direkt vor die Tür fahren hier, ne? Rakarians Krieg? Die Schwarz-Weiß-Version? Nein. Was ist mit Herz von Sirius? Nein. Wie kann man so lange leben und so viele Klassiker verpassen? Muss ein Talent sein. Ich bin noch lange nicht da. Wo ich hin muss. Schafft er nicht. Warum musst du den kleinen scheiß Berg hier schaffen? So,
glaube, ich greife jetzt hier mal von ganz woanders an. So. Gibt hier ruhig eine Bedrohung. Komische Dinger. So, jetzt müssen wir erstmal noch ein paar Glyphen finden. Gehe ich mal schwer von aus. Wer ballert hier rum? Glyphen. So, nochmal, von vorne. Tatsache. Wir brauchen Glyphen. Wir brauchen mehr von diesen Symbolen. So ist es. Ich frage mich, ob der Scanner irgendwas anzeigen würde. Fragst du dich das mal, ja? Das ist schön. Da irgendwie rauf. Hier gibt es nichts zu sehen. Hey, komm, versuchen wir hier rauf zu kommen. Nee, keine Chance. Autsch, da habe ich mir den Kopf gestoßen. Irgendwo muss doch da was sein. So. Nummer 2. Gucken von hier oben nochmal nach den... Vielleicht waren sie das, ja? Mal gucken. Ich scanne nochmal hier. Nee, es ging bloß irgendwie zwei Leitungen ab. Die eine hier und dann hat sie sich doch irgendwo gedoppelt. So, nee, Tatsache. Eine ein paar dieser Bilder fehlen noch. Ich frage mich, ob hier noch welche zu finden sind. Ja, bestimmt. Mal gucken, ob wir hier hinten irgendwie raufkommen. Aha, sehr schön. Sie müssten jetzt Zugriff haben, Pathfinder. Gleich gefunden. Eigentlich echt aus Zufall. Nee, schlecht. So, entschlüsseln Sie den Reliktcode, indem Sie
dem Raster Glyphen zu weisen. Keine Zeile, keine Spalte oder markierte Form darf dieselbe Glyphe mehrmals enthalten. Alles klar. Hier. Fangen wir mal hier an. Sieht schon mal gut aus. Das haben wir hier noch nicht. Und das fehlt noch. Nee, das haben wir da oben. Das. Oh, ob das alles so richtig ist. Das ist natürlich jetzt hier eine knifflige Fummelei. So, was das Ding daneben? Haben wir schon. Das ist der hier. Genau, der. Weil hier unten sitzt der schon drin. Ah ne, und dann haben wir den da. Also kann der das auch nicht sein. Was fehlt mir jetzt hier noch? Er hier. Nee. Tatsache nicht. Der Schlingel ist da unten. Der hier hat mir gefehlt. Kann auch nicht sein, weil der ist da drüben. Also muss hier... der Schlingel rein und hier denn jetzt der andere. Der hier. Ich glaube, der passt. So, dann vollenden wir mal die hier. Das wäre jetzt das Richtige an der Stelle. Haben wir aber hier schon. Also kommt der hier hin. Und der dahin. Der ist nirgendwo vertreten. Das ist witzig und dauert ja jetzt Ewigkeiten. Ich werde mir hier noch, sollte ich das schneiden? Mal sehen. Das weiß ich noch nicht, ob ich das schneide. So, genau, hier kann ja kein Y hin. Der ist schon hier drin. Da unten nämlich. Der könnte passen. Dann wäre der letzte der hier. Dann würden ja alle hier diagonal sein. Ich glaube nicht, dass sie das gemacht hätten. Ich hab's. So, einfach mal drauf gedrückt jetzt hier. Ich mir gar nicht so eine große Mühe geben brauchen. So, passiert hier was? Ne, nix. Kann man hier draufballern? Ja, kann man, passiert mir nichts. So, ab in den Nomad zum nächsten Monolith. So, auf Karte. Aber ich finde die Rätsel eigentlich ganz witzig. So, wo müssen wir denn hin? Der Markierungspunkt erstmal weg. So, die flattern hier hinten rum, die Dinger. So, und eigentlich schnell mal dahin. Das ist, glaube ich, gar keine schlechte Idee. So, ich gucke nochmal hier Kärtchen. Wo kann man da am besten langfahren?
Einfach hier unten durch. So, ich mache mich mal auf den Weg. Und ja, in der nächsten Folge geht es dann weiter. Wenn hier irgendwas passiert und das spannend sein sollte, dann mache ich wieder ein Let's Play. Ansonsten stoppe ich dann genau hier vorne und drehe mal da sozusagen eine kleine Runde. Ansonsten danke fürs Reinklicken und ne, verpasst die nächste Folge nicht. Da ist der nächste Monolith dran. Bis dahin, tschüss, euer Olli.